So, hallo, wir machen weiter. Bei Hyrule Warriors. Schnelle Aufnahme, damit das heute noch rauskommt. Wir machen schnell einfach zwei, drei kleine Missionen und dann sollte der Part auch schon im Kasten sein. Also gar nicht lange rumwursteln. Ich muss nur kurz überlegen. Muss ich irgendwelche Waffen verkaufen oder kombinieren oder ist irgendwo... Bei Link ist halt immer alles voll. Es ist halt teuer zu kombinieren, ne? Also, bis das Masterschwert mal levelt, das ist echt... Puh. Ich meine, wenn ich jetzt wieder fünf Waffen... Ich nehme jetzt einfach mal die fünf Waffen her. So. Das kostet 1900 Rubine für... ein bisschen Balken. I don't know. Es ist teuer. Es ist teuer. So. Vielleicht gibt es ja noch ein Upgrade, dass es nochmal günstiger wird. Das kann ja sein, man weiß es nicht. So, wir wurschteln einmal in den Alltag für Impa. Muss ich da Impa spielen? Ziemlich sicher muss ich da Impa spielen. Natürlich muss ich Impa spielen. Was ist denn empfohlener Level? 48, sie ist 56. Ja. Ja, komm, wir gehen mal rein. Keine Crocs, soweit ich das gesehen habe. Uf geht's. Also, ne, wird jetzt ein kurzer Part, aber vielleicht dafür ereignisreich. Wir werden gucken. Ich schaue, dass ich so viel wie möglich schaffe. Und nicht viel rumquassel. Irgendwas Neues, was wir noch nie gelesen haben? Wahrscheinlich nicht. Nope. Wie bitte? So, guter Start. Einmal auf die Mütze. Welch ein Kräftemessen! So ist es. Und damit machen wir auch bei my Lord. Also, sie sind halt... Ne, ich sehe hier den Flugwächter und ich denke mir so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Aber hier sind die Flugwächter halt nicht, oh mein Gott. Hier sind es halt einfach ganz normale Mistviecher. Und nicht mal ansatzweise so schlimm wie in Breath of the Wild. Genauso wie Leunen, ne? Also Leunen sind hier halt auch... komplett lächerlich. Alles komplett lächerlich. So. Hier ins Gesicht. Was heißt Gesicht? Als ob die ein Gesicht hätten. So. Das war die Geschichte hier. So, gib mir das. Zum Glück muss ich nichts Großartiges suchen. Ich kann allerdings ein bisschen rumlaufen und Kisten sammeln. Nein, keine Ahnung. Weiter geht's einfach. Einfach weiter zu den nächsten Gegnern und alles verprügeln, was uns in den Weg kommt. Weiß ja nicht, was alles noch kommt, ne? Kann ja sein, dass man die Zeit durchaus noch braucht. Zack, 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 zack. Und zack. Machen wir erstmal den... Ah, wir machen erstmal hier das Ding kaputt. Eine Bombe. Vorsicht, Explosion. Ah, jetzt haben wir gelevelt. Dann kann ich gleich mal meine beiden A einsetzen. Sehr schön. Machen wir alles hier? Jawohl.
Moin. Macht euch bereit. Ich kümmere mich darum. Plopp. Das hat ordentlich gezwiebelt. Und das zwiebelt auch ordentlich. Wow. Da ist sie aber jetzt mal komplett explodiert hier. So. Und noch ein Zornwächter, natürlich. Mit Stasis könnte ich. Warum denn auch nicht? Hallo? Mit Stasis könnte ich. Zurückgeschlagen. Und weiter. Alles gar kein Problem. Hui. Swoosh. Aua. Yes. Ah, schade. Zu langsam. Mit Stasis könnte ich. Und weiter. Bäm. Und nochmal. Na, Schnellangriff. Alter. Hat's jetzt aber lang gebraucht dafür. Zack. Easy. Sehr schön. Schöne Mission. Haben wir doch schon mal was geschafft. Hui. So, gleich zur nächsten Mission. Heute Nachmittag komme ich dann hoffentlich dazu, noch ein bisschen mehr aufzunehmen, dass wir wieder Parts für die nächste Woche haben. Das hier ist Koga, ne? Sollen wir... Ah, ne, das kann ich mit jedem spielen. Ah, ne, hier, okay, hier muss ich Koga wählen, aber hier kann ich Link wählen. Also kann ich doch dann wechseln zu Link, theoretisch. Dann wäre das doch... theoretisch kein Problem. Wir gucken mal. Jetzt habe ich vergessen, Sachen zu kaufen. Ich will doch immer nach den Missionen Sachen kaufen. Ich muss doch hier Honig kaufen. Sonst brauchen wir irgendwann wieder 40 Honig oder so und dann müssen wir 3000 Missionen spielen, bis wir 40 Honig haben. Was ein bisschen blöd wäre. Ne? Aber wir schauen mal. So, wir wechseln gleich zu Link, dass das schneller geht. Ach so. Vorausgesetzt, das geht überhaupt. Ist Link ganz woanders? Ach, Link ist da. Ah, vielleicht muss ich auch beide nutzen. Wir werden sehen. Link!
So, was muss ich tun? Truppen des Eispyromagus besiegen, okay. Ja, gut möglich, dass ich beide nutzen muss, weil es sonst zeitlich nicht funktioniert. Wir werden sehen. Aber erstmal probier es mit Link. Ja, toll, wie er wieder... Ah. Wie er wieder alles trifft. Nicht. So, tschüss. Wäre ja auch möglich, dass die Bereiche getrennt voneinander sind. Das war blöd. Ach komm schon. Mach dich doch einfach weg. Eben, mit Pfeilen geht das ja auch, habe ich ganz vergessen. Spontan. So. Jetzt ist die Frage, komme ich zu Koga? Also ich meine, ich kann die Link ja mal dahin schicken. Ja, ich komme zu Koga, okay. Ah, ich komme sogar da durch. Okay, dann kann ich einfach durchlaufen. Falsche Richtung. Ich dachte, da ist zu. Ich dachte, da wäre zu, aber... Au. Aber da ist gar nicht zu. Ja, dann kann ich auch einfach zu Koga laufen. Dann machen wir das so. Moin. Ciao. Ciao. Sehr schön. Und ein A für dich. Flop. Oh, das sind gar keine Kisten, die ich kaputt machen kann. Upsi. So, hier geht's weiter. Und hier ist die letzte Gruppe. Haben wir Koga gar nicht gebraucht. So gefällt mir das. Eine Mission für Koga ohne Koga spielen. Easy. Ach, geh doch heim. Und tschüss. So, what now? Ein Ivarok. Ah ja, ich weiß auch wo. Garantiert da draußen. Weil wo sonst sollte der sein? Da waren ja schon die Steine. Genau. Wo sonst sollte der sein? Guck mal, plötzlich ist ein Ivarok hier. Vorher war der noch nicht da. Aber auch du bist absolut keine Bedrohung mehr für irgendjemanden. Oh, wow. Ach komm, dann machen wir es normal. So ein Blödsinn. Ja, easy. Und tschüss. Oh, hat nicht gereicht, wirklich. Na gut. Ja, wir hauen einfach so drauf. Jetzt müssen wir jetzt nicht großartig nach irgendeiner Strategie spielen. Easy. Gut, dass wir Link hier einsetzen konnten. Mit Koga wäre das nervig geworden. Alleine, weil er halt nicht so hochgelevelt ist. Ich müsste ihn hochleveln erstmal. Aber solange ich ihn nicht einsetzen muss, level ich ihn auch nicht hoch. So, kaufen wir mal schnell wieder Honig. Diesmal denke ich dran. Und dann machen wir noch eine kleine Mission und dann ist der Part auch durch. Dann haben wir drei Missionen gemacht, das passt.
Genau, hier nämlich. Ah, wir müssen sogar kaufen gerade. Siehst du, jetzt habe ich dreimal. Jetzt habe ich einmal drei verpasst. Einfach doof. Wir brauchen hier. Ach, das geht sogar schon. Du hast es geschafft! Ja, stabil. So. Oh, das hat jetzt. Oh, das hat jetzt da oben was ausgelöst. Und zwar wahrscheinlich, dass ich vier Stück dann machen kann. Suchfunktion wird erweitert. Oh, easy, ja, nice. Habe ich dann vier Sachen, die ich eintragen kann? Ah, cool. Da kann ich jetzt wohl vier Sachen eintragen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Da unten ist noch was aufgetaucht. Und zwar das hier. Siehst du, da geht schon wieder der Honig. Immer der scheiß Honig. So, hier, rein da. Okay. Was fehlt da noch außer dem Honig? Ja, kann ich ein bisschen was kaufen. Ein bisschen was kann ich kaufen, was hier fehlt. Ja. Also, du fehlst. Jetzt fehlst du schon nicht mehr. Kann ich sonst noch was kaufen? Nö, okay. Gut, dann, wie gesagt, hier war noch eine Mission. Hier, da. So. Die rechtmäßige Königin. Wer muss das spielen? Oh Mist, das kann nur Ryu spielen. Okay, dann muss ich Ryu ganz kurz leveln. Geh mal auf 60 oder so. So, dann leveln wir kurz deine Waffen, soweit es geht. Nein. Also, hast du schon irgendeine Spezialwaffe? Nee, Schatzzaumzeug und Schatzzaumzeug. Aber dieses Schatzzaumzeug, was ich jetzt habe, hat ja schon einen stärkeren Angriffswert am Anfang. Dann kann ich doch eigentlich das hernehmen und damit kombinieren. Das dürfte doch effizienter sein. Ich meine, das ist Stufe 6, hat 44, das ist Stufe 1 und hat 50. Dann ist das doch stärker. Alles andere kann ich einfach wild reinsetzen. Okay. Gut, dann nehmen wir das hier. Halt, stopp. Dann rüsten wir das jetzt aus. So. Und dann haben wir hier gleich mal einen starken Level. Dann sind wir nämlich schon auf 60 jetzt mit dem Angriff. So ein Ding ist das nämlich. Jetzt muss ich nur gucken, was ich als Zusatz nehme. Schaden durch Sprintangriffe plus 18%. Okay, das bleibt immer scheinbar. Okay, dann nehmen wir das halt. Ach so, weil das das erste Level schon war. Ja, hab's verstanden. Passt schon. Passt schon. So. Gut. Dann haben wir jetzt ein stärkeres Schatzzaumzeug als vorher. Das ist doch ganz gut. So. Dann schnell in die Riku-Mission und auf geht's. Wird schon nicht so lange dauern. Hoffe ich mal. In bevor 20 Minuten Mission. Dann würde ich ein bisschen weinen, weil dann schaffe ich es nicht rechtzeitig, es hochzuladen. Muss ja auch gleich in meinen Online-Unterricht. So. Okay, 5-Minuten-Mission kriegen wir hin. Besiege den Blitzleunen, die Zeit läuft ab. Mifa! Okay. Dann laden wir mal ganz schnell unsere A's auf. Das wäre auf jeden Fall eine Geschichte. Ah, erstmal muss ich 100 besiegen. Okay, verstanden. Und dann den Leunen. Ja,
Ja, 100 Gegner erscheinen mir jetzt nicht nach dem riesigen Problem, ne? Aber wir gehen mal nochmal den Berg... Achso, nee, da kommen ja noch viel mehr Gegner. Alles gut, alles gut, alles gut. Ich spüre die Macht in mir. Das war irgendwie nicht so cool. Ah, hier unten ist dann der Kampf gegen den Leunen, ne? Vermutlich, ja. Okay, dann muss ich den Weg nochmal nach oben gehen. Um die anderen noch mitzunehmen. Dann haben wir aber zweimal A aufgeladen. Dann ist es sehr, sehr gut. Ja, das war's. Ab zum Leuni. Komm, lass mich in Ruhe. Da kommt er auch schon. Moin. Das war die falsche Taste, wie immer. Ach, ich bin immer zu langsam, Mann. Wart ihr es nicht zu verspotten? Ich wollte mir die A's noch ein bisschen aufheben für den Schluss dann eher. Aber mal gucken, vielleicht setze ich es auch gleich ein. Diesmal, yes. Geht doch. Es hat nicht getroffen, ne? Oh Mann. Na dann eben so. Oh, hey, Mifa. Jawohl, helf mal mit hier, Kollegin. So gefällt mir das. Okay, das ist passiert. Na, das war's. Zack und tschüss. Auf dem Weg. Sehr gut. Easy going. So. Dann machen wir beim nächsten Mal die 4 Titanen-Missionen, je nachdem, wie lange die so dauern. Vielleicht auch nur 2, ne? Je nachdem, wie lange die halt so dauern. Ach, und guck mal, da ist eine neue Mission aufgetaucht. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob hier ein Krogi war. Ich glaube aber nicht. Ich hoffe nicht. Nein, da war nichts. Und bei dem Kroger-Kampf war auch kein Krogi, oder? Da war auch nichts. Okay, gehen wir kurz einkaufen. Frostmelone. Jawohl. Honig. Jawohl. Und mehr kann ich nicht tun. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, schließen wir hier ab. Danke fürs Zuschauen.
Das ist dann noch eine... Ah, ist auch eine Rio-Mission scheinbar. Okay. Aber werden wir sehen, wie die läuft. Danke fürs Zuschauen und tschüss.